Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und das ist Endless Space 2 im Early Access. Wir spielen die Fraktion der Cravers und stehen ganz gut da. Auch wenn das jetzt so vom Einfluss her nicht so aussieht. Wir haben da einige Welten unter unserer Kontrolle. Unser größter Konkurrent ist hier das United Empire. Ich hoffe, das eskaliert noch nicht. Okay, es eskaliert. Nee, doch nicht. Okay. Die tasten sich aber langsam ran. Hier können wir noch uns zwei Planeten schnappen. Runden. Wie viel sind es hier? Auch 11 jetzt. Oh Mann, Vodjani-Welt. Oh oh. Die werden unser Schiff wieder zerschießen. Das braucht lange. Das ist mir ehrlich gesagt zu lange. Werde ich lieber zwei Schiffe noch bauen, die das Ganze kolonisieren. Es geht schnell an. So, gehen wir mal wieder hier hin. Neue Waffen. Manpower. Declare War. Ätzend. Okay. Ja, dann ziehen wir unser Schiff mal wieder zurück. Kann ich das hier beschleunigen? 1800. Okay, ich verkaufe wieder ein paar Ressourcen. Würde ich gerne verkaufen. So. Und hiervon auch nochmal. Alles klar. Was ist damit? So, dann haben wir genug. Ich kaufe mir den Butcher und die Rumpelkiste. Da, damit schlagen wir sie zurück.
Ach nö, ich wusste es. Die Votiani sind sehr kriegerisch. Aber sie haben ein Schiff erwischt. So. Kann das United Empire zurückschlagen. Warum greifen die mit so einem winzigen Schiff an? Ernsthaft, Leute. Geh weiter auf Raubzug. Wo ist denn... Moment mal. Ah, da haben sie angegriffen. Fliege ich trotzdem weiter. Die armen Sophons da hinten. Neue Minor Civilization. Und neue Hero. Ich nehme mal die Militaristen. Oh nein! Die haben ein ziviles Schiff von uns zerstört. Warum? Schweine, ehrlich. Hier kommt jetzt der Commander hin. Dann geht's rund. Fleet Health. Experience per Turn. Alles klar. Kann nicht sein, dass sie hier mal jetzt Schiffe zerschießen. Boah, Mist. Das führt jetzt natürlich zu Unzufriedenheit in meinem Empire. Wie wir hier sehen. Runden habe ich. So, zurückschlagen. Korvetten. Ah, die sind auch nicht stark. Das kommt uns ja hier zugute. So, soll ich mal deren Heimatwelt angreifen? Das mache ich gleich. Ich brauche, oh, Production und Food. Jo, wir erklären den Krieg. Colonial Rights fertig. Der ist gleich bei DNAP. Wo sollte der hier hin? Hat er noch ein Kolonieschiff oder nicht? Oder wurde das zerstört?
So. Geld, 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 Bunker. Ich glaube, die Militaristen waren im Vorteil. Deswegen werde ich die mal unterstützen. So. Oh, oh. Da waren ganz viele Rote. Ich weiß nicht, wo die hinwollen. Aber ich könnte jetzt deren Heimatwelt angreifen. Korvetten, leichtes Ziel. Aber meine Planeten sind ruhig. In der nächsten Runde können wir uns das schnappen. Was haben wir hier für eine Free War Declaration? Das ist gut. Wir nehmen die Kohle. Aber nicht genug von haben. Achieved Objective. Wir haben das Deep Intergalactic Technology Center completed. Ja, nee, das möchte ich eigentlich nicht, sondern das und Forschung. Oh, Production, ganz wichtig. Und hier ist die Rumpelkiste auch fertig. Rote? Irgendwo? Irgendwo? Ich schicke jetzt eine Flotte. Moment. Da ist keiner wirklich stark. Erst den Batschar, dann die Rumpelkiste. Ich räume hier hinten auf mit dem. Die machen mir meine Logistik kaputt. Erforschen? Auch nicht. Habe ich dann alles? 100%? Ne, da noch. Da müssen wir noch hin.
Cheng will ich unbedingt haben. Also die Hauptplaneten zu erwischen, ist natürlich super. Kann ich denn hier für Schiffe angreifen? Ah, Civilians. Cool. Outpost Alert. Taurus. Wer ist schneller? Wir sind schneller. Extrem viele Truppenbewegungen. So, hier ist noch eine Minor Civilization, die hole ich mir auch noch. Dann ist erstmal gut. Hier gibt es einen Aufstand. 12 Runden muss ich kaufen. Victor's Cheeky Boing defeated Civilization. Wollen wir das akzeptieren? Ich nehme es erstmal an. 42 Dust. Ich nehme es erstmal an, ziehe meine Truppen hier zurück, ist okay. Musste er dann doch einsehen, was keinen Sinn macht. Ja, wir haben 100% erforscht. Hier überall Aufstände oder was? Kann ich denn noch machen? Das hier. Boah. 19 Runden. 2300. Ja, Marketplace. Ein paar Pilze verkaufen. Und die Dinger hier. Genug? Ja, haben genug. Warum sind die unhappy? Okay. Die fühlen sich nicht repräsentiert.
Warum nicht? Militaristen, Industrialisten sind da zum größten Teil. Ah, klar, okay. Au. Hier können wir auch was kolonisieren. Warum tun das die Sophons? Ich brauche auf jeden Fall Schiffe hier. Geht gar nicht, dass ich hier so unter Druck gesetzt werde von denen. Ja, fliege ich mal zurück, ne? Schon wieder überzogen eigentlich? Ah, noch nicht ganz. Zwei, drei Ründchen machen wir noch. Rotanev kolonisiert. Sind die auch hier unzufrieden? Alle unzufrieden, Mensch. Wirklich alle, ne? Was mache ich mit dem hier? Ziehe ich die auch rüber? Na, erstmal nicht. Erstmal hier die Grenzen sichern. Also hier unten. Wegen den Roten und hier wegen allen anderen, die hier in unsere Hauptwelten eindringen könnten. So, ich bräuchte was mit Zuspruch. Da, das brauche ich. Kommt schon rüber. Ja, das können wir noch nicht bauen, die Kolonie. Schade. Ah, Freunde der Nacht. Ah, das brauche ich. Ganz dringend. Oh, 9 Runden. Shit. Oh, Moment mal. Die kann ich auch erobern, ne? Thank you.
Noch ein Wunder gebaut. Quest complete. Quest started. Bring the Craver ship back to your home system. Alles klar. Wo ist denn das Schiff? Ah, da ist das Schiff. Das ist das ein gutes Schiff? Geht, ne? Ist okay. Zaurak Drohnennetzwerk. Wie sieht es hier aus? 18 Runden gegen 38 Runden geht. Wo ist meine große Flotte da? Und ich klinge jetzt schon nach Deneb. Jetzt kommen die Religiösen. Ah, wie wird's weitergehen? Also das mit den Aufständen ist ein ganz klares Problem, was schwierig in den Griff zu kriegen ist. Meiner Meinung nach. Aber ich habe auch nichts, was ich einsetzen könnte, um gegenzusteuern. Ach, Trauben kann ich kaufen. Das wäre eine Möglichkeit, aber sonst. Sieht nicht gut aus. Könnte sein, dass die nächste Folge, die letzte Folge erstmal in der Konstellation ist. Aber hier machen wir jetzt einen kurzen Break. Alles erledigt. Brauche ich nur noch auf den Knopf drücken. Machen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.